Leute, willkommen zurück zu The Evil Within 2. In Kapitel 6, die Jagd ist eröffnet. Und tatsächlich nochmal ein Fun Fact, der euch vielleicht sogar gar nicht interessiert, aber ich erzähle ihn mal trotzdem. Und zwar, ihr wisst ja, ist ja täglich jetzt rausgekommen, aber tatsächlich der letzte Part, den habe ich tatsächlich vor 8 Tagen jetzt aufgenommen. Also zuletzt habe ich echt vor 8 Tagen das Spiel hier gespielt. Also ja, K1 und L1 rennen. Okay, passt. Wir müssen aber schon hier lang, oder? Ja, durch das Mark hier. Ja, genau. Hier ist aber wieder ein Resonanzpunkt. Oh. Wie ging's? Achso, ja. Wieder so ein schöner Tag. Wieder so ein schöner Tag. Ach, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal gefroren oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Ich habe wirklich Glück, dass ich in Union lebe. Bin nie woanders gewesen. Will ich auch nicht. Ich will hier sterben. Ah. Naja, ich schätze mal, du bist auch in Union gestorben. Okay, jetzt gehen wir endlich mal weiter. Schließlich haben wir auch mal hier wieder ein Spiel. Also, ja, gut für euch habe ich ja auch gestern wieder hochgeladen, aber. Ja, ich hatte schon gesagt, schon seit einer Woche nicht mehr gespielt. Und deswegen. Da habe ich mir sehr viel Lust drauf und ich habe mich auch eher auf The Last of Us konzentriert und auf bei Daylight. Also ich sollte bei Daylight auch wieder ein bisschen runterkommen. Und wenn dann nur auf die anderen zwei Let's Plays. Konzentriert also die, wo in den zwei The Last of Us Remastered. Weil es ja wirklich Story Games halt eigentlich sind und ich glaube, das interessiert euch dann doch mehr. Aber irgendwo bin ich auch dabei, die Within 2 auch auf, quasi auch mir aufsparen, denn das ist ja der letzte Teil. Also, ich meine, es gibt noch keinen dritten Teil und ja, viele wissen noch gar nicht, ob es wirklich einen geben wird. Das mag Zugangstunnel der Zentralen. Das war der, jetzt habe ich aber doch den Punkt, oder? Ja, hier ist der Punkt. Durchquere das Mark und suche nach Ausgang D5. Tote Mobi ist upgraded. Ja, gut. Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Ja, dann gehen wir da lang. Da drin wahrscheinlich. Oh oh. Billy? Ich werde hier noch verrückt. Ja.
Hilfe. Warte. So, okay. Er ist hier nicht mal drinne. Aber ist nämlich diese Kiste. Waffenteil und grünes Geld, okay. Das ist ganz nett, weil ich meine, so schwer war es jetzt auch nicht in die Tür reinzukommen, also. Wäre jetzt schon irgendwie ein bisschen beschissen gewesen, wenn da jetzt eine Waffe rumliegen würde. In dieser Tür. Es war ja so einfach, dann hier reinzukommen. Ich hoffe auch nicht, dass ich ein paar verpasst habe. Auch. Oh, was ist das? Irgendwas kann ich jetzt wieder mehr tragen. Oh, Pistolenmunition, sehr gut. Und nochmal so eine Spritze. Aber ich hab halt voll. So. Boah! What the fuck? Er lebt ja noch. Das ist ein cleaner Headshot, du. Aber Alter! Ich dachte mir schon, was ist das für eine Leiche? Und auf einmal bewegt die sich. Ich dachte, das ist ein Bug und auf einmal steht die einfach auf. Und wenn ich gerade keine Reaktion gezeigt habe, habe ich mich doch sehr erschrocken. Jetzt will ich aber erstmal gucken, was hier hinten ist. Ja, guck, da liegt auch noch was. Lass nix aus in einem Survival-Horror-Spiel. Oh lol, ich will eigentlich gar nicht in die Deckung. Hm. Alter, warum ist der zur Deckung hingerannt? Ernsthaft? In dem Moment? Wow. Weißt du, das ist immer so mein Luck, echt. Immer dann, wenn ich da stehe und die gerade so von hinten töten will, dreht die sich in dem Moment um. Boah, ey. Verschlossen. Immer tiefer hinab in die Scheiße. Ja, der Punkt zeigt es auch an, dass er weiter unten ist. Obwohl ist er doch gar nicht. Oh Mann. Wow. Ah, doch da. Was zum Teufel ist das? Sind die Devs tief richtig? Oh, super. Ich weiß jetzt schon, was hier passieren wird. Hier müssen wir gleich wegrennen. Wir müssen dieses Ding hier ausweichen. Ach. Uah. Sie ist fort. Die arbeitet doch auch dafür, haben doch in The Consequence gesehen, die Myra. Myra, du bist besessen. Ruh dich aus. Wenn du darüber hinweg bist,
Wirst du akzeptieren? Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Dann ist er ja abgehauen. Du hattest mit allem recht. Aber warum sehe ich das jetzt? Ja, ich gehe dann. Oh, da geht's gar nicht lang. Hier muss ich wohl lang. What the fuck? Oh Gott, wie groß dieses Ding ist. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Hier ist auch noch dieser Cheers, also den sollte ich am besten hier ausweichen. Muss ich gerade gucken, wie komme ich da jetzt hin. Also darüber am besten. Ja, dafür sollte es erstmal weggucken. Perfekt, Sebastian. Anstatt dass er sich da wirklich duckt, ist er einfach aufgestanden. Hier ist überall Cheers. Ich muss verdammt nochmal hier raus. Zum Geier. Das war eine insane Flucht. Ich dachte, der Ort sollte verdammt nochmal stabil sein. Ja? Was ist schon stabil in The Evil Within? Aber das Ding sah richtig cool aus. Also ich finde echt, Shinji Mikami, der hat echt drauf. Oder allgemein, das Developer-Team, das hat echt drauf mit den Monstern. Jetzt will ich nochmal darauf hinweisen, dass ich natürlich auch die Evil Within 1 auch Let's Played habe. Und für die, wo sich das auch nochmal anschauen wollen, die sollten sie definitiv nachholen. Also ich hoffe dann mal, dass es jeder gemacht hat. Oder nicht nur, aber nicht bei mir, aber halt bei jemandem. Wer fängt mit dem zweiten Teil an, ohne überhaupt den ersten nicht durchgespielt zu haben? Ich habe nämlich auch so gesagt. Hätte ich die Evil Within 1 nicht durchgespielt, hätte ich die Evil Within 2 gar nicht erst angefangen. Ja, es ist halt was so, hätte mir der erste nicht gefallen, hätte ich auch den zweiten gar nicht gespielt. Aber mir hat der erste brutalst gefallen, also habe ich jetzt auch die Evil Within 2 und der gefällt mir bisher auch. Aber der soll ja anscheinend auch richtig unbeliebt sein, aber ja, Evil Within 1 ist auch nicht gerade der beliebteste Teil. Also, wusste ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Mein Gott, Schmeckers sind verschieden und bisher gefällt mir Evil Within 2. Obwohl ich ehrlich sagen muss, Evil Within 1 hat irgendwie spannender angefangen. Also das erste Kapitel war ja richtig krass, das zweite Kapitel hier war richtig krass, aber ich fand halt Kapitel 3, weil das halt war halt wirklich nur rumlaufen, gefühlt. Und da war halt Kapitel 3 dann doch irgendwo spannender und Kapitel 4, oh ja, mit Laura. Also. Jemand hat mich beobachtet. Ich rate mal wer. Lily. Irgendjemand hat Daten über sie gesammelt. Mhm. Keine Bewegung. Sie What? Sind von Morbius, oder? Ich Mund halten! Sagen Sie kein Wort! Sie gehören nicht zu uns. Das ist richtig. Kidman schickt mich. Hören Sie, ich bin hier, um zu helfen. Mein Name ist Sebastian Castellanos. Sebastian Castellanos ist tot.
Was? Nein. Wer hat das gesagt? Umdrehen. Und zwar langsam. Sie sind Yukiko Hoffman. Woher kennen Sie meinen Namen? Ah, das ist eine davon, ja. Ich habe mich hergeschickt, um meine Tochter zu finden, Lily. Den Kern. Ich sage die Wahrheit. Ich weiß. Wirklich? Hat die da eine Waffe auf mich gezielt? Fehlende Mikroexpressionen und Abweichungen. Kein Nachplappern. Ich habe genug gesehen, Sie sagen die Wahrheit. Richtig. Die Teampsychologin. Ich muss mit dem überleben, was ich habe. Kampf ist nicht meine Stärke. Scheint hier oft so zu sein. Tut mir leid, dass ich Sie bedroht habe. Ja, das ist doch gut. Schicken Sie also schon Außenstehende? Das heißt, es wird nicht besser. Haben Sie schon andere Teammitglieder gefunden? Habe ich. Aber der einzige Überlebende ist O'Neill. Liam lebt? Gut. Hat er Fortschritte bei der Stabilisierung gemacht? Der große Emitter ist in Betrieb, aber hier fällt trotzdem alles auseinander. Ich glaube, Schuld ist dieser Psycho, der Lily entführt hat. Er läuft in Union frei herum und kann den Ort nach seinem Willen beeinflussen. Das heißt, meine Theorie stimmt. Das hier ist mehr als eine einfache Kerntrennung. Wir Ärzte nutzen den Begriff Psycho nicht gern in herabsetzender Weise. Aber in diesem Fall ist er angemessen. Nur ein klinisch diagnostizierter Psychopath könnte den Stan so beeinflussen. Eine psychopathische Persönlichkeit, die Lily zur Stärkung ihrer Macht benutzt. Das ist die schlimmstmögliche Situation. Sie sind auch Seelenklempnerin. Wie kann ich ihn besiegen? Psychopathen sind antisozial, ohne Empathie und weisen sadistische Neigungen auf. Aber die Hauptgemeinsamkeit ist ihr pathologischer Egozentrismus. Andere Leute sind ihnen egal, nur sie zählen. Wissen Sie, was ihnen vielleicht wichtig sein könnte? Ja, er glaubt, eine Art Künstler zu sein. Er redet nur darüber. Dann wäre seine Kunst der beste Weg, ihn anzugreifen. Etwas für ihn Wertvolles zu zerstören, könnte ihn aus der Fassung bringen. Das merke ich mir. Aber erst muss ich ihn schnappen. Er hat sich im Theater verkrochen. Okay, also Ausgang D5. Er ist hier. Gleich im nächsten Zimmer. Bleiben wir über unsere Kommunikatoren in Kontakt. Ich schaue mir meine Daten an. Vielleicht finde ich weitere nützliche Informationen. Ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter. So oder so. Er wird wohl schwierig zu bekämpfen sein. Sie können sich hier gerne bedienen, wenn Sie etwas brauchen. Lily glaubt, ich sei tot. Glaubt Lily wirklich, ich sei tot? Oder war das nur Teil ihres Lügendetektortests? Tut mir leid. Aber sie glaubt es. Ich dachte bis vor kurzem auch, dass es stimmt. Aber mit den Jahren habe ich gelernt, Aussagen von Mobius mit Vorsicht zu genießen. Es war nicht schwer zu sehen, dass sie die Wahrheit sagen. Warum sollten sie das tun? Für was für Monster arbeiten sie? Ich weiß, es ist nicht richtig. Aber überlegen Sie mal. Lily ist wahrscheinlich weniger traumatisiert, wenn sie denkt, sie seien tot, als wenn sie denkt, sie leben, aber nicht bei ihr. Ja, vielleicht. Aber was, wenn ich sie endlich finde? Keine Sorge. Sie wird ihren eigenen Augen Glauben schenken. Wenn Mobius Psychopathen aus dem Stam fernhalten wollte, warum ist einer hier gelandet? Keine Ahnung. Jede Person im Stam hat vor dem Einsatz eine Reihe psychologischer Tests durchlaufen. Und wir haben sie von hier aus überwacht. Heimlich. Um labiles Verhalten zu erkennen. Das hat ja super funktioniert. Leider sind Psychopathie und Soziopathie unglaublich schwer zu diagnostizieren. Psychopathen sind oftmals gerissen und hochintelligent. Wenn sie ihre Diagnose kennen, können sie sich leicht verstellen. Dass er uns getäuscht hat, zeigt Folgendes. Er ist geschickt und selbstbewusst. Auf beunruhigende Art. Großartig. Die Tests haben also nur die schwächsten Psychos ausgesondert. Ich fühle mich verantwortlich dafür. Ich habe die Tests mitentwickelt. Sie sagten, Ihrer Meinung nach steckt mehr dahinter? Ich habe mich mit dem Beacon-Vorfall befasst, um eine weitere derartige Katastrophe zu verhindern. In dem Fall war die fragliche Person der Kern. Trotzdem blieb die Umgebung relativ intakt. Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Wie meinen Sie das? Die Kreaturen hier drin.
Der Zerfall von Union. Der Ausfall der Kommunikation mit Mobius. Das ist sehr viel für eine Person. Selbst mit der Macht des Kerns. Er hat jemanden erwähnt. Eine andere Person, die Macht des Kerns wollte. Das könnte bedeuten... Nein. Das ist ein zu furchtbarer Gedanke. Was? Nur eines könnte mächtiger als ein Psychopath hier drin sein. Aber ich muss noch weiter forschen, um die Theorie zu bestätigen. Und natürlich bleibt's geheim. Hier kann man speichern. Da, guck, warte, hier kommt der Beweis, dass ich seit 8 Tagen nicht mehr gespielt habe. Guck da. Oder ist das bei euch auch schon 9? Da. 13. September. Yes, und wir haben heute den 21. Wo ich es gerade aufnehme, aber es kommt am 22. raus. Ja, ja, jetzt will ich ja zeitlich wieder vorproduzieren. So, Heilung brauche ich tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich bisher noch keinen Schaden hier genommen. Und, ja. Oh, da ist sogar so ein... Müssen wir? Weiß ich jetzt nicht. Nee, da muss man lang. Die rote Skill hier wieder. Was auch noch was rote Skill eigentlich? Ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Ja, ich bin schon bei Ausgang D5. Gleich haben, was ist es? Hochwertige Waffenteile, sehr gut. Eine Kiste. 15 Schuss, okay, das ist gar krass. Ich guck hier so wieder richtig noch ein Spiegel. 4 habe ich überhaupt. Steht gar nicht dran. Ne? Ja, egal, komm, wir gehen einfach mal rein, oder? Können wir auch gleich noch unsere Waffen hier verbessern. Oder sogar noch was herstellen. Was brauchen wir hier? Hier. Ja, aber ja, nee, eigentlich nicht wirklich. Erste Hilfe-Koffer, ja, gut, kann man machen. Ja. Ich muss noch erstmal nachladen. So, jetzt. Jetzt können wir insgesamt 58 Schuss. Oder? Naja, 48. Da hätte ich echt gar keinen Bock drauf. Wo ist die? Warte. Ich habe da ja auch so einen Schlüssel, oder? Ja. Gibt es doch was. Na gut.
7000, ja. Gesundheit brauche ich eigentlich tatsächlich momentan nicht. Heilung, Athletik, Nachschub. Kann ich sogar gar nicht machen. Ja, hier, achso, hier fürs rote Gel. Schusshaltung, geringer Rückstoß beim Schießen. Ruhige Hand, kann ich jetzt natürlich nicht mehr machen. Schläger 2. Wegtreten, du hältst die Fähigkeit benommen, den Gegner wegzutreten, funktioniert nicht bei allen Gegnern. Ja gut, das hätte ich jetzt vielleicht gebraucht. Machen wir hier schon mal das rote Gel, damit wir das machen können. Rot wie Blut, ja. Aber hiermit beende ich auch die Folge von The Evil Within. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal und ciao.